Kienzle. Oberhammer. Willst du ein Gummibärchen? Ach, gerne. Wir brauchen mehr bei dem Wetter. Mhm, würde ich schon sagen. Sollen wir anfangen? Machen wir anfangen. Okay. So, wir stellen erstmal die Staffelei ins Wasser. Das heißt, wir stellen sie genau auf 90 Grad ein, sodass das Bild dann ganz gerade ist. Und nachdem man das mit dem Auge schlecht kann, machen wir das wirklich exakt mit der Wasserwaage. Mhm. Lösen. Jetzt passt's. Ist immer besser, wenn man das zu zweit macht. Drei. Hier muss ungefähr die Staffelei hin. In der Mitte, so mittig, genau. Genau. Und so weit wie möglich nach hinten. Eins, zwei, drei. Ja, passt. Genau mittig. Mhm. Dann können wir das Bild holen. Ja. So. So. Ja, wir sind ja hier im Museum Utopie und Alltag am Standort Beeskow, das heißt im Kunstarchiv in Beeskow. Hier bewahren wir über 18.500 Kunstwerke auf, also Werke der bildenden Kunst überwiegend. Wir haben aber auch einige Arbeiten der angewandten Kunst und des Laienschaffens, beispielsweise der FDJ oder des FDGBs entstanden sind, also von Parteien und Massenorganisationen, ein Lenin. Den wir uns ja auch für heute auswählen werden. Ja, super. Wie kriegen wir denn da hinten raus denn? Da müssen wir jetzt etwas mit Fingerspitzengefühl vorgehen. So. Okay. Wir müssen ihn noch ein bisschen mittiger setzen. Günter Brendel, Porträt Lenin, Öl, 1969-70 steht da hinten drauf. Genau. Super, herzlichen Dank und sehr gerne. Dann gehen wir mal los. Ja, viel Freude mit dem Lenin. Danke. Okay, gut. Das Problem ist, das muss alles absolut gerade sein. Die Staffelei muss gerade sein, das Bild muss gerade sein und zwar in alle Richtungen. Einmal rauf, einmal rüber und einmal überhaupt. Okay, ich messe jetzt die Bildmitte, die Höhe der Bildmitte aus. Das gesamte Bild ist 82 durch 2 ist 41. Die Unterkante ist 79 plus 41 ist 1,20. Das heißt, die Bildmitte ist genau auf 1,20. Und dann müssen meine Lampen auch noch 7 cm höher. Und dann habe ich hier noch eine Wasserwaage und richte das ganz parallel aus. Okay, das heißt, die Lampe ist ganz gerade auf derselben Höhe wie die Bildmitte. Und jetzt machen wir es beim anderen. Das gleiche jetzt mache ich auf der anderen Seite. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich die Blitze im 45-Grad-Winkel in genau gleichem Abstand zur Bildmitte aufbaue. Und das, da bin ich auch relativ genau. Also deswegen habe ich hier einen Zollstock, 2,30 Meter. Manchmal helfen einem auch Parkettböden. Jetzt stehen die Blitze auf genau einer Linie. Das hier ist ein 45-Grad-Winkel. Damit ist diese Linie, die der Blitz zum Bild hat, genau die 45 Grad, die wir brauchen. Also was jetzt noch fehlt, ist, dass die Blitzlampen genau auf die Bildmitte gerichtet sind. Und dazu gehe ich auf die Bildmitte und Lorenz richtet die Blitz ein bisschen wieder in die Richtung.
genau auf mich aus und das kann man mit den Augen am besten beurteilen. Sozusagen. Und woran erkennt man das jetzt genau? Na, indem ich den Blitz genau mit der Lampe in der Mitte, Ja, die Lampe ist genau im Reflektor zentral. Also das ist die Lampe ist wie eine Wasserwaage, ja. Zentral. Danke, Lorenz. Ja, genau. Also, okay, andere Seite. Ein bisschen noch da. Ja, ja, passt. Gut. Die Bildmitte ist auf 1,20. Ach so, ja, genau. Wir müssen die ja noch so. Und das richten wir am besten von der Mitte vom Objektiv aus. So, okay. Jetzt ist die Kamera genau auf Höhe der Bildmitte von Lenin in dem Fall. Genau, das ist sein Mund übrigens. So, jetzt müssen wir noch genau die Kamera in die Bild, in die Achse stellen des Bildes. Da würde ich jetzt mal den Zollstock hinlegen. Also, Bildmitte ist 1,20, auf Höhe, ja. 1,20. Dann schau mal, ob das jetzt hier stimmt. Objektivhöhe ist auf 1,20. 1,20. Stimmt, genau. Okay, und Blitzhöhe ist auf 1,20. Gut. Action. Ronka, was machen wir jetzt? Jetzt messen wir, ob die vier Ecken des Bildes alle gleich viel Licht kriegen. Manchmal stehen die Blitze ein bisschen zu weit nach links, zu weit nach rechts. Mhm. Manchmal sind sie nicht genau gleich in der Leistung. Deswegen messen wir einfach an allen vier Ecken Licht. 11, das ist schon mal gut. 11. 11. Wir sind ziemlich genau gleich. Gut, dann Farbkarte. Wir packen jetzt eine Farbkarte rein. Das ist eine standardisierte Anzahl von Farben. Und die kann man auch hinterher in die Druckerei mitliefern. Dann wissen die genau, wie die Farben im Bild auszusehen haben. Und wir nehmen den Weißabgleich von diesem Weiß. Dann ist das Bild anschließend richtig schön neutral. Okay, Ronka, so, das Licht ist jetzt gemessen, dann mache ich mal die erste Aufnahme. Okay, dann schauen wir mal. Gut. Sieht aber so aus. Ja, ja. Gut. Wir stellen jetzt hier auch wieder alles ins Wasser, was wir ins Wasser stellen können. Das passt so. Grundbrett passt. Grundbrett passt. Dann jetzt, die Kamera. Die Kamera messen wir einmal am liebsten am Objektiv, weil das sollte ja parallel sein zum Sensor. Jetzt ist gerade. Okay. Okay. Dann, Ronka, dein Part, Licht. Also wir haben jetzt mit der Kamera sozusagen das Äquivalent in der Vertikalen gemacht, was wir vorhin in der Horizontalen gemacht haben. Also der Sensor ist jetzt parallel zum Grundbrett. Genau. Und damit wird das Bild, was wir dann runterlegen, gerade fotografiert. Und beim Licht machen wir jetzt das Gleiche. Mittig. Machen wir 2 Meter. Genau 2 Meter. Nee, machen wir die 1,80, die er jetzt hat. Halt. Ach so. 1,80? Ja, 1,80. Sagst du Stopp? Nochmal 20. Bis hier um. Stopp. Genügt es? Ja. Mhm. 1,80 in der Höhe. Ja. Okay.
Und dann... Wo ist die Wasserwaage? Ah ja, die Wasserwaage ist da. Da können wir die 45 Grad nämlich jetzt schön ablesen. Genau. Das ist eine billige Wasserwaage aus dem Baumarkt. Gut, man kann das alles natürlich auch nach Gefühl machen, aber wir machen es heute mal ganz präzise. Das ist hoffentlich 11. Boah. Zu stark? Oh, perfekt. Gut, normalerweise genau dauert das 11. immer länger, genau. Normalerweise dauert es länger, genau. Diese Arbeit von der Künstlerin Gerti Schlegel. Wir sehen hier ein Aquarell, eine Tusche. Und wir sehen hier eine Baustelle vor dem S-Bahnhof Berlin-Prenzlauer Allee. Jetzt, um diese Karte dazuzulegen, Ronka. Nee, seitlich. So. Eigentlich ziemlich perfekt. Gut, dann mache ich mal eine Belichtung. Das sieht sehr gut aus. Das Praktische an so einem Farbkeil ist auch, dass man da eben sieht, wie die Töne sein sollten von der Helligkeit. Das kann man immer vergleichen. Ja, das sieht doch super aus. Was wir jetzt noch nicht hatten, was du einfach auch nochmal laufen lassen kannst, ist, wir haben halt jetzt einfach den komplett gleichen Aufbau wie vorhin. Nur vorhin hing das Bild an der Wand und jetzt liegt es am Boden und vorhin standen die Blitze seitlich. Und haben nach vorne geblitzt und jetzt stehen sie seitlich und blitzen nach unten sozusagen. Aber ansonsten ist es der komplett gleiche Aufbau. Man könnte das jetzt drehen um 45 Grad. Um 90 Lampen, Grad. Los. 90 Grad, ja. Und dann hätte man dieselbe Situation wieder an der Wand. Ja, die Arbeit, die jetzt hier ausgewählt wurde, ist eine Aquatinta-Radierung von Ellen Fuhr. Sie trägt den Titel Junger Maurer Haar und stammt aus dem Jahr 1987. Ja, das schaut doch ganz gut aus. Drehst du es mal? Wir haben hier die drei Aufnahmen, die wir heute gemacht haben. Und es genügt ja nicht einfach nur die Farbkarte reinzulegen. Wir benutzen die auch, um den Weißabgleich damit einzustellen. Und zwar gehen wir mit der Pipette, in Lightroom ist die hier oben, in das weiße Feld. Und dann sieht man sofort, dass sich das Bild nochmal ändert. Und so kann man das Bild dann nämlich speichern, dann stimmen die Farben. Ich mache das jetzt hier mal bei dem Aquarell. Also hier wieder Pipette nehmen, in das weiße Feld. Und man sieht sofort, die Farben werden viel besser. So, hier das letzte. Ja, genau. Und das ist eben neben dem, neben der Referenz für die Farben ist eben ganz wichtig auch, dass wir dieses weiße Feld haben, um den richtigen Weißabgleich in Lightroom anzupassen. Okay. So, Lorenz, was haben wir jetzt heute getan? Ja, wir haben verschiedene Sachen abfotografiert, also Repros gemacht und ja, das hat gut geklappt. Was ist das Wichtigste dran? Ja, das ist, dass man es gerade abfotografiert, dass es gleichmäßig beleuchtet ist und dass es am Ende auch scharf ist. Und dass es auch so aussieht wie das Original, das ist das Allerwichtigste. Genau, man muss natürlich möglichst genau ans Original herankommen, sowohl in der Helligkeit als auch in der Farbgebung. Mhm. Deswegen muss man da mit der Grau Farbkarte arbeiten und dass alles schön gerade ist, genau. Mhm. Also man muss da schon sehr
preußisch arbeiten sozusagen. Genau, ja. Aber ich als Bayer und du als Österreicherin haben da so ihre Probleme. Genau. Na gut, dann packen wir zusammen, oder? Oder sollen wir es nochmal seriös machen? Sollen wir nochmal seriös?